Heute zeige ich euch meine neue Pflegeroutine und die ist in letzter Zeit wirklich sehr einfach geworden. Als allererstes mache ich mir meine Haare weg, damit die mich nicht mehr stören. Dann schminke ich mich ab und dafür benutze ich dieses Kokosöl hier von Rossmann. Das finde ich besonders gut, weil es wirklich jedes Make-up entfernt und weil es außerdem ein natürliches Produkt ist. Und um euch zu zeigen, dass damit wirklich alles abgeht, habe ich jetzt mal hier so ein bisschen schwarzen Lidschatten aufgetragen. Und dann nehme ich mir etwa diese Menge, die ihr jetzt hier seht, und verteile das einfach zwischen meinen Händen, damit es schmilzt. Und dann trage ich das ganz normal mit den Händen auf den Augen auf und entferne damit mein Augen-Make-up und meine Wimperntusche. Und das geht wirklich richtig, richtig gut ab, ohne dabei irgendwie in den Augen zu brennen oder so. Und das Problem hatte ich halt immer bei irgendwelchen Make-up-Entfernern, dass es halt so immer in die Augen gekommen ist und total gebrannt hat. Und ein Vorteil dabei ist auch, dass ihr keine Wattepads verbraucht oder keine Abschminktücher, also dass ihr einfach viel weniger Müll produziert und euch auch weniger Produkte kaufen müsst. Und das kann man dann einfach mit Wasser abwaschen. Und wenn noch nicht alles ab ist oder wenn ich zum Beispiel Foundation drauf hatte, dann nehme ich mir nochmal Kokosöl und trage das dann auf meinem Gesicht auf und auf meinen Augenbrauen, damit einfach alles Puder, alles Make-up, einfach alles abgeht. Und das wasche ich dann auch erst noch einmal mit Wasser ab. Und dann benutze ich meinen Gesichtsreiniger und da benutze ich im Moment diesen hier von Lush. Und zwar ist es der Angels on Bare Skin Gesichtsreiniger. Und es ist halt, wie ihr seht, so eine Paste und davon nimmt man sich einfach ein kleines bisschen raus, etwa so viel, und vermischt das dann mit Wasser und dann wird es halt so, ja, dann wird das noch so pastiger, dann kann man das halt richtig gut auftragen. Ich würde es aber nicht im Zimmer empfehlen, weil manchmal fällt ein Stück runter, so wie eben. Und ja, das schäumt dann halt auf. Ich konnte jetzt nicht so viel Wasser nehmen, weil ich halt nicht im Badezimmer war. Und damit kriegt man wirklich alles runter. Also wenn ihr mit dem Kokosöl noch nicht alles abbekommen habt, damit geht es auf jeden Fall. Und dann tupfe ich mein Gesicht trocken und dann kommt, wer hat es gedacht, noch einmal Kokosöl. Ich benutze auch keine normale Gesichtscreme mehr, sondern benutze einfach nur noch Kokosöl. Ich habe seitdem keine Hautunreinheiten mehr und meine Haut ist so weich geworden. Und ich hatte früher immer so trockene Stellen und das ist einfach weggegangen. Leute, Kokosöl, ihr müsst euch Kokosöl besorgen. Kokosöl ist der Hammer. Okay, ich raste gerade ein bisschen aus. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zur Körperpflege und da benutze ich unter der Dusche als allererstes ein Peeling. Das mache ich immer selbst. Das hier ist jetzt so ein ganz einfaches aus Meersalz und Olivenöl. Das ist, glaube ich, so das Basic-Rezept, was so ziemlich jeder kennt. Und ja, man muss einfach mal die Haut ein bisschen peelen, damit die abgestorbenen Hautschuppen alle weggehen und so. Und damit die Haut so schön ebenmäßig aussieht. Und ja, und anstelle von Duschgel benutze ich jetzt feste Seife, weil ich einfach nicht mehr so viel Plastikmüll produzieren will. Und diese hier ist jetzt von Alverde und die kostet, boah, ich muss, keine Ahnung, die ist auf jeden Fall sehr günstig. Ich habe auch schon welche von Lush probiert, aber die sind halt ein bisschen teurer. Und ja, wenn ihr feste Seife anstatt von Duschgel benutzt, dann könnt ihr auch richtig Geld sparen, weil die hält halt ziemlich lange und ist halt total günstig. Und wenn ihr trotzdem nicht so auf den Schaum verzichten wollt, dann kann ich euch so einen Luferschwamm total empfehlen. Wenn ihr den nass macht und die Seife nass macht und das dann so aneinander reibt, dann produziert das so richtig geilen Schaum. Und ja, und ich bin richtig begeistert davon. Ihr produziert weniger Plastikmüll, es ist günstiger und es sind natürlichere Zutaten. Und als allerletztes kommt dann noch meine Bodylotion und ich versuche im Moment meine Sammlung aufzubrauchen. Und ja, das ist die, die ich jetzt im Moment benutze. Kokos und Sheanuss von Balea. Ihr könnt einfach auf der DM-Internetseite gucken, welche Bodylotions vegan sind. Und ja, das war's auch schon. Wie gesagt, es war wirklich sehr, sehr unkompliziert und jetzt sehr schnell alles zusammengefasst. Aber ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!